Hi Leute, Master Suicide hier und willkommen zum Brimwald-Turnier. Jetzt hat sich gereimt. Wow! Sorry. Wir spielen tatsächlich ein Turnier mit mehreren Leuten, aber alle sozusagen einzeln im Singleplayer-Modus. Und wir gründen eine neue Kolonie auf Absturz, ja. Wir nehmen Cassandra Classic und nehmen Mittel im Hardcore-Modus. Turnier ist der Seed, den wir brauchen. Generieren. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der hier. 76,27. Wir überprüfen das schnell. Tut mir leid, wenn ihr kurz keinen Sound habt. Minus 2,25, 1,292. Okay, Kreditschilfe. Ja, das passt. Oh, erweitert, beinahe vergessen. Startjahreszeit Frühling. Ansicht alles. Das passt so. Okay, genau, die Größe passt auch. So. Wupp, wupp. Fröhliches Leute erstellen. Naja, erstellen ist nicht aussuchen. Weil die sich nicht auskennen, worauf ich aufpassen will, ist, er hat hier wenig, was er verweigert, keine blöden Eigenschaften und keine schlimmen Gesundheitsverletzungen. Ja, das ist recht viel und ja, deswegen werde ich viel durchschalten müssen. Also, obwohl, wenn er manche Arbeiten macht, ist mir das egal. Alkoholsuchtentzug. Weiß ich halt nicht, was das bringt, aber hey. Der ist gut im Nahkampf, das ist mir egal, ich will nicht, dass sie nahkämpfen. Zu klug, Chemikalien, nein. Da gibt es zu viele Drogen. Nachtmensch, Prothesen von B. Kochen, Landwirtschaft, Forschung. Für 41 kannst du echt zu wenig. Oh Gott, ja, mit Rauchblattabhängigkeit, grauem Start, Taubheit, Kratzen und Stichnarben. Dich brauche ich. Ah ja, und der war Shopkeeper und Housemaid. Was hast denn du für Kinder gehabt? Kratzen und Stichnarben? Oder war dein Ehemann gewalttätig? Feuer löschen, geistiger Arbeiter. Da habe ich nicht viel Probleme mit, weil er nur Forschen nicht macht. Das darf eh immer einer machen. Großmeister. Ich finde schön, wie er geistige Arbeit verweigert, aber Kunst machen kann. Hallo? Schneller Gier ist super. Okay, er kann ein bisschen Medizin. Bisschen sozial. Ja, das ist schon so der Kunstidiot. Nee. Oh Gott, du bist. Nein, please. No. Herrgott, sagt nun, was ist denn hier los? Alle heute mit Feuer löschen. Ich brauche immer Jahre dafür am Anfang. Wahrscheinlich wird meine ganze erste Folge das hier sein. Fürsorglich, sozial, furchterregend. Nein, nein. Gestein abbauen. Nein, nein. Einfache Arbeit. Nein. Nein. Ach doch, den hätte ich vielleicht sogar lassen sollen. Ach, gucken wir erstmal, was sie schon da haben. Nein. Feuer. Okay, wir scrollen hier alle mal einfach. So. Einfache Arbeit, sozial. Einfache Arbeit heißt halt, die tragen nichts und das ist sehr anstrengend. Nichts. Neurotisch sorgt für Zusammenbruchschwelle höher, aber mehr Arbeitsgeschwindigkeit, genau, ja. Sorgfältiger Schütze. Also, du wärst schon mal ein guter Kämpfer, mit, ich meine. Anvisierungsdauer länger, aber mehr Fernkampfgenauigkeit. 13 Fernkampf. Bisschen sozial, also würde auch noch reden können. Tatsächlich kann sie aber sonst recht wenig, aber ich glaube, als Kämpfer lassen wir die mal drinnen. Also, vielleicht ändere ich sie auch noch, aber jetzt schauen wir erst mal die anderen. Medizin 7, das ist schon mal super. Hitzeliebhaber. Ja, gut. Oh ja, Sanguiniker sind so super. Okay, was hast du hier? Schmerz plus 5%. Ah, verdammt. Okay, er hat jetzt dann die ganze Zeit ein bisschen Abzüge wegen Schmerzen. Aber 12 Boni wegen gut klaut. Ich glaube, das sollte sich takt halten. Aha. Er kann Doktoren, kann Kunst. Na, ich weiß nicht. Ich bin bei ihm nicht ganz sicher. Ich würde nehmen keinen mit einer Arterienverstopfung. Sorry. Ich brauche bitte jemanden, der Landwirtschaft kann. Oh ja, schneller Daumen. Du wärst natürlich schon lustig. Sozial. Wie kannst du bitte ein Navy Scientist? Wie kannst du einen Punkt in Fernkampf haben und musst du zumindest mal mit etwas geschossen haben?
Ah, okay, jetzt hat. Ja, klar, der war nur der. Was ist denn heute wieder los mit euch? Was ist los? Keine fruchterregende Arbeit. Und auch kein Landwirt. Du bist ja komplett nutzlos, wa? Demenz. Wo ist denn minus 4, sprich minus 40, minus 40? Nein. Ich möchte einen Bauern. Jetzt ist doch wohl nicht. Ist es so schwer, jemanden mit Landwirtschaft über 4 zu haben oder so? Danke. Okay, was machst du nicht? Geistige Arbeit. Perfekt. Extrem hässlich. Sieht aus wie die Mischung aus dem Bild eines untalentierten Kindes, einem in Formaldehyd eingelegten, verstümmelten Fotos und moderner Kunst aus. Anna müsste sich wirklich überwinden, um ihn bei einem Gespräch ins Gesicht zu sehen. Schneller gehe er. Du solltest doch Forschung lieben. Oh, seine Schwester ist Lumi. Oh. Sie ist hässlich. Die ganze Familie besteht aus hässlichen Leuten. Wir haben eine hässliche Siedlung. Okay, Landwirtschaft, Bergbau. Was fehlt mir noch? Ich habe noch keinen für Medizin. Du bist halt echt ein Fachidiot für Fernkampf, aber das ist echt wichtig, also. Und sie kann ein bisschen Forschung, aber echt wenig. Ich bräuchte noch jemanden für. Okay, warte, wir haben Landwirtschaft, Bergbau. Er kann ein bisschen kämpfen, ist auch gut. Ein bisschen mit Tieren bauen. Wir brauchen einen Forscher und einen Medic, wenn ich mich nicht täusche. Beides in einer Person im besten Fall. Oder wir rerollen sie hier, weil sie nur kämpfen kann. Nein. Nein. Nein! Bitte weniger Arbeitsverweigerung. Faul Säcke. Sozial. Das ist Mute. Ah, okay. Sein Haushaltsnummer, numerous Pets. Gefängnisaufsicht deaktiviert. Minus 3 Sozial, Tiere plus 5. Ich brauche aber Medizin und Forschung. Ja! Danke, mein Freund. Danke, dass du kommst. Medizin 7, Forschung 11. Toll. Was kannst du denn? Raufbold liebt es, wenn Kämpfe nah und persönlich sind. Seine Genauigkeit im Nahkampf ist unvergleichlich, aber wird sehr unglücklich, wenn er eine Fernkampfwaffe vertragen soll. Da komme ich komplett klar, weil wir haben eh schon zwei Leute, die rumballern können. Optimist. Oh, geheiligt sei ich, Jotani JT Nell. Ihr müsst euch jetzt so eine blöde Rapper-Geste dazu vorstellen. André Dumas ist auch einigermaßen. Das killt dich bitte nicht. Ja. Aua, die ist aber echt schmerzhaft. Okay, du hast Landwirt. Du bist gut. Der hat auch viele Flammen. Die Flammen bedeuten, dass die Leute das gut weit nachlernen können. Hat er auch. Okay, wir haben. Ich muss nur sicher gehen, weil ich will hier nicht aus dem Turnier rausfliegen als Veranstalter, deswegen. Okay, wir haben Medizin. Wir haben Landwirtschaft. Oh Gott, haben wir jemanden, der bauen kann? Oh Scheiße. Das wird lustig. Oh, okay, ja gut, da muss ich mit leben. Oder ich rerolle sie nochmal. Aber es wäre halt vielleicht echt. Fernkampf 13 ist schon nice. Will ich es drauf ankommen lassen? Hat sie denn auch den höchsten Sozialwert zufällig? Ja, tatsächlich. Und es wäre halt gut, weil ich nicht weiß, wie gut er ansonsten mit sozialen Kontakten ist. 50. Das muss nur ihr Eltern sein. Ein Kind ist 20, eins ist 50. Okay. Und er ist auch 50. Sie kann kochen. Na, ich weiß nicht. Ach, das wird schon gut gehen. Hopp. Geh mal in die Welt, bevor ich hier die gesamte Folge auf diesem. Jetzt sind wir schon 10 Minuten hier. Ups, ich hab rausgetappt. Please, häng dich nicht auf. Schließen wir mal alles hier im Hintergrund. Und habt ihr noch ein Bild? Ja, ihr habt noch ein Bild, schön. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryto-Schlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffs ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden.
Okay. Schauen wir erstmal, ob das tatsächlich die Welt ist. Ja, das scheint, sieht gut aus. Was haben wir denn hier alles? Ich schaue nur schnell, was so alles gibt. Es gibt Gazellen, Schildkröten, Bäume. Bäume. Das war zu erwarten, wenn ich so ein Gebiet auswähle. Alles Metall darf verarbeitet werden. Alles Holz, was da oben auch liegt, auch noch. Ups. Ach, verdammt, ich habe eine Katze. Verdammt, deswegen, ich bin eigentlich ja der Katzenfreund, aber hier in dem Spiel haben Katzen eine niedrigere trainierbare Intelligenz, was bedeutet, die können keine Sachen tragen. Das limitiert uns vom der Menge an, naja, Arbeitskräften. Aber was dafür dann der Vorteil ist, ist, dass ich mich nicht, naja, ich habe halt kein so großes Tier. Katze kann mit, kriegt sehr schnell einen schönen Schlafplatz. Okay, wo bauen wir denn jetzt? Ich entschuldige mich, dass ich es jetzt gerade am Anfang gleich pausiert habe, aber wir müssen mal schnell schauen, wo wir es denn machen. Was ist das hier? Blattstahl brauche ich erstmal nicht. Bauteile brauche ich schon. Komplimenten Stahl brauche ich auch. Wo kann man sich denn schön hinsetzen, wo es tatsächlich einigermaßen sicher ist? Die Ecke hier vielleicht. Eigentlich ist hier in der Mitte auch tatsächlich gar nicht mal so blöde. Oh! Ah! Das bietet sich doch an. Ich erwarte schon fast, dass der alte Tempel hier jetzt irgendwo drin ist. Wo ist denn der? Es gibt auf jeder Map so einen großen Tempel normalerweise. Ah, das ist das Ding hier. Okay. Wo baue ich es denn hin? Wo baue ich es hin? Was auch ginge, wäre tatsächlich hier so ran. Oder tatsächlich ganz im Freien, dass ich in alle Richtungen wegschießen kann. Aber ich mag es recht gerne, einen Berg im Rücken zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass das hier schon... Ah, genau. Überprüfen wir es so. Ist hier irgendwo... Sind hier Bauteile in der Nähe? Nein. Okay, gut. Sonst wäre dann doof, dahin zu gehen beim Bauen. Wir anfangen. Bin schon fast überlegt, tatsächlich hier zu starten. Ich überlege gerade so hier dann die Lagerhalle, Schlafräume. Es ist irre doof zu verteidigen. Ich kann natürlich jetzt am Anfang einen großen Umzug starten und tatsächlich alles in eins dieser Randgebiete bringen. Ich glaube tatsächlich hier anfangen. Dann das hier kann man natürlich verteidigen. Hier kann man verteidigen, hier verteidigen. Das sind hier so die Siedlung ist. Dann wäre hier zum Beispiel auch nämlich für später schon ein Geysir in der Siedlung dann. Das ist schon nice. Oder natürlich einfach auf der anderen Seite hier hin. Weil ich hier ein schön freies Feld habe zum Beschießen. Also dann können, es kann sich halt dann keiner um die Ecke schleichen. Ich glaube, wir bauen die hier rein. Das wirkt einfach ein bisschen geschützter. Da ist der Geysir, da ist hier schon ein bisschen Mauer. Und da ist auch schon Stahl und Bauteile kriege ich garantiert auch von irgendwo, bitte. Ja, von da drüben. Gut. Okay, dann... Wer von euch hatte den höchsten Nahkampfwert? Das war, glaube ich, Lumi. Fernkampf. Überlebensgewehr ausrüsten. Andre war der extrem hässliche, der kriegt die Pistole, damit die keiner auslacht. Du nimmst das Messer. Da können wir jetzt schon mal weiterlaufen lassen, ein bisschen, bis alle ihre Waffen haben. Okay. Beziehungsweise alle in der Nähe ihre Waffen sind. Zu wenig vorhanden, ja, weil ihr es noch nicht im Lagerraum habt. Sagen wir, hier kommt der Lagerraum hin. Obwohl, wir bauen jetzt einfach hier erstmal unser erstes Gebäude ganz dreist an diese Wand dran. Na, obwohl. Bringt mir auch nichts. Entschuldigung. Bei mir ist es immer am Anfang recht zäh. Das wird dann besser, sobald ich die ersten Sachen gebaut habe. Ich weiß nämlich immer nicht, wo ich was hinstellen will am Anfang. Okay, wir machen einfach hier so einen großen Lagerraum. Mir fällt gerade auf, das wäre blöd, den so zu bauen. Ich baue den lieber tatsächlich nur hier so erstmal. Dann können wir nämlich in dem
Sobald der dann überdacht ist, ups, natürlich noch die Arbeit zuweisen. Jäger, Lumi hat eine Fernkampfwaffe. André, du hast keine Fernkampfwaffe, mein Lieber. Oder? War André da? Doch, André hat eine Fernkampfwaffe. Perfekt. Ihr dürft auf jeden Fall alle Forstwirte sein. Da habe ich nie was dagegen. Du bist Forschung 1, sobald es möglich ist. Du bist auch Bergarbeiter dann. Was sagt dir die Handwerker-Ding? 3 tatsächlich. Nein, 4. 1. 1. Okay, ihr... Na, ihr macht das jetzt auch mal, aber ihr macht's lieber. Okay. Und Jäger ist mir auch... Ist immer eine der wichtigsten Sachen, finde ich. Eine der wichtigsten Sachen, nicht die wichtigste Sache. Dann ist hier erstmal schon eine Lagerzone eingerichtet. Und... Wir machen jetzt aber mal nicht das, was ich sonst immer mache, nämlich dass wir gleich in die Lagerzone die Betten knallen. So, wir sind tatsächlich mal so frei und hier bauen wir den Batterieraum mit der Steinwand. Ich meine, Gott, die Steinwand ist jetzt auch nicht besonders, aber hey, warum nicht? Wir bauen jetzt hier mal einen kleinen Anbau tatsächlich, in den wir die ersten Betten reinklatschen. Na, das tut doch weh so. So. Zone und Gebiet. Ach, hör doch auf, hier alles voll zu kotzen. Dach kommt hier hin, bitte. Okay, dann spulen wir mal ein bisschen vor, damit hier am Arbeiten sind währenddessen. Ja, ja, baut die Mauer nur nicht fertig, sondern lauft durch das Loch in der Mauer. Obwohl, wir können es einfach auf normaler Geschwindigkeit im Hintergrund laufen lassen. Wo ist die Fruchtbarkeit? Gut. Wo sehe ich das nochmal? Ah, da. 100. 100. Hier ist nicht mehr so dolle. Aber hier ist recht schön, oder? Ja, alles Fruchtbarkeit 100. Dann, ups, bauen wir hier eine recht große Kartoffelfläche zum Anbauen. Wer ist alles Gärtner? Landwirte brauche ich eindeutig mehr. Dann bist du nicht der Hauptjäger, du bist Hauptjäger. Das ist mein Hauptlandwirt. Und die anderen dürfen aber auch Landwirteln, weil da braucht man eh immer viel von. Deswegen einmal das und ist hier irgendwo Bärenkram in der Nähe? Ja. Bären in der Nähe, gleich mal abernten. Dann haben wir nämlich schön viel zu essen für die ersten Tage. Na, und Tiere töten tun wir dann, sobald wir eine Schlachtbank haben. Davor lohnt sich das nicht wirklich. Wir brauchen auch mal neues Holz. Fällen wir gleich mal, was im Weg steht. Mhm. Dann fällt mir gerade auf, was auch wichtig wäre, wenn man hier langläuft, immer hier den Boden zu kletten. Nur so die Felder hier. Okay, jetzt speeden wir mal schnell ab, damit das Ganze passiert. Mir fällt gerade auf, das Bodenkletten ist vielleicht nicht meine Top-Priority hier. Das machen wir irgendwann anders mal. So, bitte überall die Dächer drüber bauen. Okay. Und dann ja, planen wir gleich weiter. Hier ist erstmal der Gemeinschaftsschlafraum. Na komm, auf normale Geschwindigkeit. Dann bauen wir hier dann gleich die hintere Mauer rein. Deswegen auch das hier weg, das hier weg, das hier weg. Obwohl die hier sind mir erstmal wurscht. Grenzt mir seinen Perfektionismus mal ein. Noch hat keine Vergnügungsmangel, also kriegt ihr auch noch keine Sachen. Also hier ist das normale Lager. Hier ist die provisorische Wohnstube. Und hier kommt jetzt, dann bauen wir, hier kommt der Strom hin. Muss ja erstmal noch gar nicht so groß sein. Strom, wir schauen mal schnell, wie viel wir brauchen. 1, 2, 3. Ach, das hätte ich mir auch denken können. Also 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ich baue die nämlich immer gerne so. Dann haben wir da einen Batterieraum. Tatsächlich, damit die nicht rummaulen. Oh nein. Da habe ich es falsch gemacht. So. Nein, ja, das wäre natürlich ultra klug. Ja, normalerweise springe ich ein bisschen schneller. Ups, was sagt denn die Folgenlänge? 20 Minuten. Ich habe mir meinen Wecker nämlich noch nicht hingestellt, um auf die Uhr zu gucken. Deswegen. Eine Batterie. Dann komme ich hier gleich mal Solaranlagen hin. 1, 2. Die sollten für den Anfang dann auch reichen. Und ja, er erntet die Beeren. Das ist ganz, ganz sinnvoll, was ihr alle macht. Strukturen, Holz, Wand. Was machst denn du hier? Achso, du erntest den Himbeerbusch. Nee, ich wäre tatsächlich dafür, dass du erstmal die Beeren trägst. Jetzt Holz trägst. Nochmal Holz trägst. Wir kommandieren die mal ein bisschen per Hand rum, dass die hier alles aufräumt. So, jetzt fällt mir gerade ein, wir sollten unbedingt aufpassen, dass hier ein Dach drüber ist, weil sonst geht uns wieder die Batterie in die Luft. Priorisiert arbeiten an Stahlwand und dann wird er auch die Dächer, glaube ich, bauen. Hier, über die Batterie bitte, danke. Den Rest kannst du ja dann per Hand, zwinge ich dich ja dann gar nicht mehr dazu. So, oh, ich habe hier ein paar viele Bärenbüsche weggemacht, egal. Ja, tatsächlich reinigen wir mal die Skorrel. Warme Kleidung benötigt. Oh, die Außentemperatur wird... Aha, ja. Daran werde ich arbeiten, sobald ich dazu Gelegenheit habe. Aber fürs Erste... Ist das wohl ein frommer Wunschtraum? So. Dann machen wir... Sollten wir vielleicht noch schnell bauen. Die Küche hier. Nein, hier sind die Felder. Das heißt, dann bauen wir die Küche hier hin. Die Küche, sag ich schon. Das Essenslagerhaus. Obwohl, nee. Das vom Feld rübertragen ist ja nicht so oft. Das können wir dann auch gut hier hinbauen. Also vielleicht. Na, ist ein bisschen klein. Ups. Habe ich doch glatt das hier auch abgebrochen. So, damit hätten wir auch schon mal genug Stromleistung verlegt. Ihr baut hier noch brav an. Währenddessen können wir ja schon mal... Habe ich bei allen die... Landwirtschaft zu hoch gesetzt? Ah ne, die ist einfach nur eins weiter oben. Okay. Ja, bitte. Arbeite am Strom. Faust bitte nicht, das ist teuer. Danke. Schön. Die reißen wir grundsätzlich immer ab, sobald wir können, weil die sehr viele Ressourcen geben. Okay. Sehr schön. Du sollst nicht... Ach verdammt, ich habe einen nicht auf Bauarbeiter gestellt, oder? Ja. Ah nein, es ist Bergarbeiter. Wo ist denn Bauarbeiter? Hier, verdammt. Deswegen passiert hier so wenig. Hätte ich daran denken können. Dann noch eine Abfallzone. Machen wir mal ganz schön. Irgendwo, auch irgendwo tatsächlich, wo sie recht sinnvoll ist. Bauen wir sie mal nicht. Na, hier kommt gleich Gebäude hin. Klatschen wir sie hier hin, da müssen dann wieder die Bösen durch, wenn sie zu unserer Siedlung wollen. Und vielleicht sollten wir tatsächlich die Lagerzone nicht so bauen, dass wir die ganze Zeit durchlaufen müssen, die Abfallzone. So. Solaranlage wird gebaut. Sehr schön, wir haben Strom. Wir haben auch gleich eine Batterie.
Und jetzt wäre es nett, wenn ihr mal die Böden und sowas auch anfängt zu bauen. Sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich auch den ersten Luxus bauen, nämlich. Wo sind sie denn, die Möbel? Hier sind sie. Eine Lampe. Hierhin. Hierhin. Warum ich ja eigentlich das hier gebaut habe, ist, damit ich mir eine Küche bauen kann und ein gekühltes Lagerhaus. Genau, und deswegen auch nahe am Geysir. Ich erinnere mich wegen Strom. Dann kommt hier dann kommt einfach hier die Küche und der Lagerraum hin. Also der Essenslagerraum. Essenslagerraum mit einer schönen Holztüre. Und vor allem wichtig dann die Küche. Die muss ja gar nicht groß sein. Der Punkt ist nur, die Küche sollte halt so sein, dass man vom. Vielleicht ein bisschen größer schon die ganze Küche bauen. Ich überlege gerade, ich erweitere den Lagerraum nach vorne noch ein bisschen. Und dann bauen wir einfach so hinten die Küche hin. Ne, hier seitlich die Küche an. Mit recht vielen Durchgängen tatsächlich. Oh, sehr schön. Würde bitte jemand die Stromkabel hier bauen? Ach, da war noch ein Baum drüber. Okay. Temperatur. Brauche ich dann hier Kühlung nach innen? Ah, haben wir kein Holz mehr? Schön. Habe ich doch glatt vergessen. Holz hacken. Wehe, drückt euch wieder. Du kriegst keine warme Kleidung. Bevor du hier schlafen gehst, arbeitest du bitte noch mal eine Runde. Hey. Ich hab dir nicht gesagt, aufhören arbeiten. Na gut, er möchte hier weiter faul rumflacken. Dann beenden wir hier die Folge. Danke fürs Zuschauen, Leute. Master Suicide Overdoubt. Wir sehen uns in der nächsten Folge.